Und weiter geht's, meine lieben Pokémon-Freunde, hier bei New Pokémon Snap. Auf geht's in den Dschungel, da wollten wir die ganze Zeit schon mal wieder hin und jetzt haben wir auch Level 3 freigeschaltet. Hier allerdings Level 3 könnte noch eine ganze Weile dauern, denn wir brauchen noch 110.000 Punkte. Wir sind auf Level 2, sind garantiert auf Level 2 noch nicht im Dschungel gewesen, denn ansonsten hätten wir noch weitaus mehr Punkte da rausgeholt. Deswegen bin ich gespannt, wir werden vielleicht noch das ein oder andere Neue zu sehen bekommen und vielleicht auch neue Wege eröffnen. Wir gucken uns um. Oh, hier sind schon neue Pokémon, ich sehe sie schon. Ein Pokémon auf jeden Fall, das gerade vor uns rumtampelt. Ja, ja, hallo, mein kleiner Nadu. Wunderschön. Treffer versenkt. So, weiter. Was haben wir noch Schönes? Da, ich sehe dich. Aber ich weiß nicht, was du bist. Ich weiß auch nicht, ob ich dich kriege. Ich kann es nur versuchen. So, du leuchtest jetzt schön, das bringt uns aber nicht viel. Vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr. Aufstehen. Okay, durch die Musik haust du ab. Oh mein Gott. Ariados, dich habe ich beinahe gar nicht gesehen. Da haben wir noch einen Arbok. Rettern haben wir bisher noch nicht gefunden. Folipurba. Wir nehmen die andere Strecke, so viel ist sicher. Folipurba hatten wir sonst eigentlich nur in der Höhle, ne? Isst du Äpfel? Ja, schöne Fotos. Aber das bringt mir nicht viel. Du bist immer nur von hinten zu sehen. Aufstehen. Guti, weiter. Guck mal, was wir sonst noch so finden. Dich sehe ich zwar, aber das bringt mir nicht viel. Es gibt noch so viel zu entdecken, Leute. So viele neue Dinge. Ah, zu spät. Oh, da sind jetzt zwei. Wollen wir mal das Licht anschalten? Ich weiß bloß nicht wie und wo. Ach, da ist die Blume. So, aufstehen. Ja, das Foto war gut. Okay, das hat was gebracht. Da unten ist auch noch eine Blume. Dadurch fliegen die hier rum, die Ledian. Nachtaktive Viecher jetzt. Wahrscheinlich auch ein bisschen angepisst. Dich interessiert die Musik nicht. Aber du freust dich über die Musik, ne? Das ist schön. Das wird uns auch nochmal ein paar Punkte geben. Ganz viele Carpador. Ja. Scheint, als wenn man auch hinter den Wasserfall gelangen könnte. Frage ist, wie? Magst du Musik? Magst du Äpfel? Magst du die Kugeln? Verdammt, noch eins. Ich krieg dich nicht. So, getroffen. Die Erkundung ist gleich vorbei, ja, hör auf. Hey, du da, aufstehen. Aufstehen, habe ich gesagt. Er will nicht aufstehen. Zumpex, ja. Zu spät. Ich würde sagen, das war's. Auch wenn wir gerne noch hinter den Wasserfall gelangen würden. Aber ein Samtapfel scheint auch nichts zu bringen.
Hast du schöne Fotos geknipst? Das auf jeden Fall. Das wird noch einige Punkte geben und unseren Punktestand vielleicht auch wieder aufbessern, sodass wir nicht mehr bei 110.000 Punkten sind, die wir noch brauchen, sondern vielleicht bei 100, naja, bei 70.000 oder so. Wenn wir Glück haben. So, Bubungus. Mit einem Stern haben wir Bubungus schon. Mit zwei Sternen noch nicht. Da, wo er glücklich aussieht, dann nehmen wir ihn nochmal mit. Fulipurba. Ich hätte dich gerne von vorne. Da habe ich dich sogar schon mit zwei Sternen, weil du gerade so schön springst. Dann nehmen wir dich. Ledian. Da könnte man auch bessere Fotos machen. Tukanon. Mit zwei Sternen haben wir dich noch nicht, mit einem Stern schon, deswegen nehmen wir das. Sumpex. Du bist auch Sumpex. Ja, da schläfst du nur. Dann nehme ich dich mit zwei Sternen. Kleopatra ist nicht besser. Morlord mit drei Sternen haben wir schon. Ich kann dich nochmal von unten mit reinbringen. Ariados hatten wir schon mal. Ist jetzt aber größer. Und Arbok lassen wir so, wie er ist. Gucken wir mal, ein paar Punkte werden wir auf jeden Fall rausholen. Allein schon dadurch, dass wir fünf Pokémon in Stellungen haben, die wir vorher noch nicht präsentiert bekommen haben. Oh, sehr viele Punkte. Fast 5000 Punkte für Bubungus. Top! Jetzt fehlt nur noch die 4-Sterne-Bubungus-Sache. Fulipurba. 3500 Punkte und in Gold, weil wir es jetzt in 2 Sternen haben. 1 Stern hatten wir nämlich schon mal. Zwar 3 Diamantsterne, aber das andere ist trotzdem besser. Ariados ist wesentlich größer und bekommt 400 Punkte mehr als vorher. Die müssen wir auch nochmal aufwecken. Sumpex ist neu, kriegt nur 2600 Punkte, weil er schlecht zu sehen ist. Tukanon kriegt fast 4000 Punkte. Mit 2 Sternen. Lilian bekommt auch 4000 Punkte. Mit einem Stern. Na, wie viele Punkte haben wir gut gemacht? Fast 20.000, also 90.000 Punkte brauchen wir noch. Puh, das dauert mir zu lange. Deswegen gehen wir nicht nochmal in die Nacht, jetzt gehen wir nochmal in den Tag. Denn da haben wir jetzt auch Stufe 3 schon freigeschaltet. Ich glaube, wir waren dort in Stufe 3 schon mal unterwegs, aber das ist nicht schlimm. So können wir vielleicht nochmal das ein oder andere mit fotografieren und gut machen und vielleicht sogar noch einen neuen Weg entdecken. Wäre ja schön. Und im Basiscamp werden wir jetzt auch nochmal fotografieren. Mogelbaum. Ich mache schon mal ein Foto von Mogelbaum. Oh, hallo. Radfratz, genau, ich habe überlegt, wie du heißt. Kristallblume. Warte mal, wenn da eine Kristallblume ist. So, Mogelbaum. Was hast du denn jetzt für ein Problem? Okay, nicht jeder isst was. Aber Pikachu hat aufgrund dessen, dass Mogelbaum hier rumgetanzt hat, noch das ein oder andere mehr gemacht. Isst du Äpfel? Nö. Aber Radfratz. Komm, beeil dich mal ein bisschen. So ist gut. Tanzt ihr noch ein bisschen? Macht ihr noch irgendwas? Nö. Haben wir vielleicht noch irgendwo eine Blume? Vielleicht gibt es hier noch andere Pokémon, die irgendwo rumstehen. Da scheint etwas im Gras zu sitzen. Oder auch nicht. Ein Pikapi. Ja, das hatten wir schon. Aber das, was im Gras sitzt, weiß ich nicht. Dich werde ich jetzt besser fotografieren. Komm doch mal her. Iss mal einen Apfel. So, das ist ein wesentlich besseres Foto. Isst du auch Äpfel?
Hier gibt es keine weiteren Blumen, ne? Nee. Okay. Oh, doch. Tolles Timing. Absolut. Was gibt's hier noch Schönes? Skoppel. Die schmeiße ich jetzt hier vom Baumstamm. Geht nicht. Die Musik interessiert dich auch nicht. Sehr schöne Fotos. Wird uns noch ein paar Punkte bringen. Und wir kommen so langsam zum Ende. Okay. Immerhin, ein paar neue Fotos sind mit bei. Werden uns vielleicht noch ein paar Punkte abnehmen. Staralili nicht. Mogelbaum. Mogelbaum wäre sogar mit 3 Sternen dabei. Radfratz beim Essen. Skoppel beim Springen. Pikachu. Ist leider nicht neu. Und Ratyx. Ist auch nicht besser. Wommel. Ist auf jeden Fall besser. Ordoch. Hätte hier sogar 3 Punkte. Warum auch immer. Alles nicht so mittig, ne? Hier schon. Wir nehmen das. Okay. Immerhin ein paar Punkte wieder gut gemacht. Hier im Basiscamp ist ja keine so lange Strecke. Das kann man ja 2-3 Mal machen und dann ist man auch schon wieder gut dabei. Mogelbaum. Mit 3 Sternen 3600 Punkte. Radfratz. Den muss ich unbedingt nochmal besser hinkriegen. 3390 Punkte, leider nur Silber. Skoppel. 4155 Punkte und Diamant. Oh doch. Mit 2 Sternen. Müssen wir noch mit 1 Stern und mit 3 Sternen bekommen. 3780 Punkte. Wommel. Schön groß gemacht. 4061 Punkte, nochmal über 1000 Punkte. Gut gemacht. Sehr nice. Und Diamant. Und im Basiscamp werden noch mal ein paar Punkte abgezogen. Dann haben wir nur noch 100.000, 108.000 vor uns. So, jetzt können wir noch mal in den Dschungel gehen. Gibt garantiert noch weitere Dinge, die man machen kann. Dichter Dschungel. Dschungel am Tag. Level 3. Ich glaube, Level 3 im Dschungel hatten wir auch noch nicht gemacht. Wir sind noch nicht so weit mit den Punkten hier gewesen. Es kann durchaus sein, dass wir hier noch das ein oder andere entdecken, was uns nochmal zusätzliche Punkte gibt. Mal abgesehen von euch. Papinellas erschrecken sich vor dem Fotoapparat. Nein, wink ihn nicht rüber. Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ey, ihr da oben. Ja, aber was mache ich mit dir? Dich muss ich auch nochmal irgendwie dazu bringen. Ah, wir hatten, glaube ich, damals noch keine Flöte. Beziehungsweise keine Musik. Was hält mich denn nur schon wieder auf? Leta King! Du drehst dich mal um. Oh, wie schön. Vielleicht bringt die Flöte ja auch bei Arbok was. Da versteckt sich ein Pokémon. Okay, hier gibt es noch eine Abzweigung. Oh, was nu?
die Abzweigung habe ich jetzt nicht genommen, weil ich so von Arbok abgelenkt war. Aber ist nicht schlimm, so kommen wir an Bisaflor ran. Frage ist natürlich, wie wir die Papinellas an Bisaflor rankriegen. Gute Frage, nächste Frage. Denn das ist auch noch irgendeine Aufgabe, die wir machen müssen. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Also gehen wir jetzt den ganz normalen Weg entlang. Wo rollst du hin? Oh, ein schönes Foto. Wer geht denn hier so? Das war nicht da oben. Hier unten haben wir ein Bisaflor. Ah, Fulipova freut sich, dass die Blume leuchtet. Oh Gott, es gibt verdammt viel. Diese Katzen hier kann ich nicht mehr sehen, die sind mir einfach zu häufig da. Genau, schlaf mal eine Runde. Gibt es hier nicht noch irgendwelche Blumen? Vorne sind doch auch Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe hier. Ach doch, Memeon hatten wir schon mal. Bisaflor, möchtest du einen Apfel essen? Gut, wenn nicht, dann nicht. Aber die Blume, die zünden wir jetzt nochmal an. Euch im Sprung brauche ich im Moment nicht. Die zünden wir nochmal an. Ja, gleich ist die Zielmarkierung wieder erreicht, ich weiß. Leider. Ist doch schade. Will ich jemanden Apfel? Schade, dass du nicht mitkommst. Obwohl das eine der Aufgaben gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob man dafür alle Blumen einmal angezündet haben muss. Aber das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Wir haben auf jeden Fall schöne Fotos mit dabei gehabt. Und vielleicht sogar das ein oder andere noch an extra Sternen. Das wäre toll. Fotos geschossen 24. 9 Pokémon waren dabei. Papinella. Ja, können wir probieren. Wird nicht viel bringen. Griffel. Mit einem Stern schön groß drauf. Frubbel. Leider oben abgeschnitten. Ansonsten wäre es ein sehr schönes Foto gewesen. Leta King. Endlich hat der sich mal umgedreht. Pepek. Nö. Memeon. Nö. Bisaflor. Mit einem Stern hatten wir ihn bisher noch nicht. Ich glaube, ich nehme das, weil er schön groß drauf ist. Felino ist schlecht. Fulipurba. Hatten wir schon mal mit einem Stern, aber ist hier größer. Fotos zeigen. Mal sehen. Zumindest hat Fulipurba sich mehr Zeit gelassen und war nicht gleich ganz verschwunden. Ne? Deswegen war es ja auch größer drauf. So, hier ist das alte Foto besser, das war klar. Griffel ist definitiv größer und ist trotzdem schlechter, weil die Blickrichtung verkehrt ist. Frubbel. Auch ein bisschen größer, aber es bringt leider nichts, ist noch zu weit weg. Leta King. 3 Sterne und sogar Diamant, dann fehlt bloß noch eine Sache. Und auch Bisaflor gibt nochmal 4000 Punkte obendrauf. Fulipurba. Wesentlich besser, 3288 Punkte. Wenn auch nur von hinten fotografiert, aber wenigstens jetzt Silber. Und der Dschungel bekommt noch weitere Punkte abgezogen, sodass wir nur noch
46.000 brauchen. Zurück zum Basiscamp. Und dann gucken wir mal, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Wir haben ja eigentlich so ziemlich alles durch. Wir müssen jetzt erstmal am Strand gucken, dass wir dort dann dafür sorgen, die Blumen zu erhaschen. Probieren wir es mal. Rosa Strand, Kopia Riff. Wo könnten wir die Blumen kriegen? Am normalen Strand? Dass der Professor uns auch nichts dazu sagt, wundert mich. Wir gehen an den normalen Strand. Wir gucken mal, ob wir hier noch ein paar Blumen kriegen. Wir werden sowieso jetzt nicht auf Level 4 kommen, auf das Maximallevel. Das wird nix. Das wird nix. Schieß ein paar schöne Fotos. Du sollst doch nicht die Äpfel alle aufessen, Mensch. Aber auch so gibt es ja kaum irgendwas Neues zu fotografieren. Es ist ja alles relativ easy hier. Easy peasy. Die Musik lenkt euch nicht ab. Okay. Irgendwas soll ich mit denen noch machen, aber ich weiß nicht genau was. Da ist eine Blume, aber die kann ich nicht fotografieren, die bringt mir nicht viel. Du kannst schon mal aus dem Weg gehen. Wir wollen noch weiter. Ich kann ja auch nicht großartig Punkte sammeln. Wir gucken bloß nach Blumen, die irgendwie leuchten, sodass wir die dann fotografieren können. Für den Professor. Schnapp dir mal den Apfel. Den willst du nicht schnappen? Okay. Wir gehen auch wieder links rum. Dann können wir vielleicht noch weitere Fotos machen. So ist gut. Da vorne ist eine Kristallblume, die können wir uns auch nochmal angucken. Das Foto war voll gut, naja, mal gucken. Hey du da. Lange Lulatsch. Guck mich an. Du guckst mich nicht an. Artillery. Okay, zu spät. Auch da werden wir keine guten Fotos mehr hinbekommen. Aufwachen. Ich brauche noch ein paar Fotos von Turtok. Sehr schöne Fotos, wirklich. Okay, das hier macht dir nichts aus. Gut. Aber wir können das hier sehen. Eine rote Schaufel. Sehr gutes Foto. Sehr, sehr schön. Aber sonst noch irgendwas? Nur dich. Immerhin noch ein bisschen größer. Jedes bisschen bringt was. Selbst wenn es nur ein kleines bisschen ist. Diesmal haben wir wieder viele Pokémon zu Gesicht bekommen. Ja, aber leider keine Blume, die irgendwie geleuchtet hat. Das heißt, hier werden wir sie nicht finden. Wir müssen versuchen, auf irgendeinem anderen Weg unterwegs zu sein. Und das werden wir.
So, Kokowai. Ah, hat immer gute Punkte. Da brauche ich jetzt auch nicht großartig versuchen, irgendwas rauszuholen. Pikachu. Ein Pikachu, das gar nicht existiert. Krabox. Brauche ich nicht. Blubella. Haben wir schon. Flunschlick. Also wenn, dann könnte man das hier austauschen. Oder das. Aber das, nehmen wir das hier. Macho Mai. Das erste Mal mit 2 Sternen. Wäre zwar jetzt nichts so Besonderes, aber besser als nichts. Turtok das erste Mal mit 1 Stern. Mit 2 Sternen haben wir ihn schon. Wobei, oh, das könnte wesentlich besser sein noch. Ah, ist er zu groß. Nehmen wir das. Und Raichu, wie wir ihn treffen und er sich dabei so ein bisschen zusammenkauert. Octillery brauche ich nicht. Dankeschön. Und los geht's. Nicht viele Fotos ausgewählt, aber besser als nix. Mal gucken, ob wir noch ein paar Punkte rausholen. Aber im Grundsätzlichen ging es uns ja eigentlich um die Blumen. 200 Punkte für dich. Weiterhin Diamant. Macho Mai. Das erste Mal mit 2 Sternen. Sehr gut. Turtok. Das erste Mal mit 1 Stern. Und sogar gleich Diamant. Raichu. Nur 2-mal Gold. Dann lassen wir das alte. Und das war's schon. Viel mehr Punkte haben wir nicht gemacht. Das war mir auch schon bewusst. Wir kommen gerade mal auf 50.000 dann. 46.000 immerhin. Und wir gehen an das Riff, um dort vielleicht die Blumen zu finden. Allerdings erst im nächsten Part, es tut mir leid. Ich weiß nicht, wo ich die Blumen jetzt finde. Aber das werden wir noch herausfinden. Ich könnte auch einfach im Internet nachgucken, aber nö. Wir entdecken das hier so ein bisschen gemeinsam. Bis gleich. Abos, andere Videos. Ihr kennt das Spiel. Darf ich jetzt gehen? Danke.